Ecke in diesem Mittelgewichtskampf über 3x5 Minuten. Shemsi Aktash, Yanni Chalim, 1,70 Meter groß, 80 Kilo schwer vom Team MMA Spirit. Und ich habe es vielleicht vorhin schon mal gesagt und wiederhole mich gerne noch einmal. Trainiert wird er von Robert Pastuch, gemanagt von Nils Schlegel und mit einer makellosen Bilanz von 2 Siegen bei keiner Niederlage. Und jetzt kommt zum Ring vom Sakura Dojo Losburg Michael, the Powerhouse, heißt 1,81 Meter groß, 83 Kilo schwer. Er wird trainiert und gemanagt von Sensei Peter Wenzel und hat einen Profirekord von 2 Siegen und 4 Niederlagen. In den letzten 3 Kämpfen einen Sieg und 2 Niederlagen. Also nur einmal siegreich in den letzten 3 Kämpfen. Jetzt werden wir schauen, ob sich diese Tendenz fortsetzt oder ob es Michael schafft, hier zurück auf die Siegerstraße zu kommen. Über Aktash habe ich mir sagen lassen, soll ein sehr guter Ringer sein. Er hat auch die Statur dazu. Absolut, ja. Von daher wird er wahrscheinlich den größten Nachteil ziemlich schnell mit dem Nacken wird es schwer, Hemden zu kaufen. Ja, definitiv. Also der hat ja einen Nacken wie Godzilla. Richtig stabil. Und da denke ich jetzt mal, der Kampf wird sehr, sehr schnell versucht werden, an den Boden zu verlagern von Aktash und dann natürlich aus der Oberlage mit Ground and Pound zu arbeiten. Und wir werden gleich sehen in wenigen Sekunden, ob ich da recht hatte. Ringrichter in diesem Kampf wieder Brian Jensen aus Schweinfurt. Ringfrei Runde 1. Schön reingekommen mit dem linken Underhooks. Haken, schnell ran, Double Underhook, jawohl. Und runter an den Boden, in die Halfguard, hält schön eng, mit Druck lässt sich jetzt Zeit, wird versuchen, aus der Halfguard rauszuarbeiten. Ah, Michael Heist, schafft es, die Fullguard zu holen? Erste gezielte Schläge von Shemsi aus der Oberlage. Heist sollte die Guard zulassen. Versucht sich an einer Kimura. Wird er nicht bekommen. Gute gezielte Schläge von Shemsi Aktash aus der Oberlage. Hat Butterfly hoch können, aber kann er nicht halten. Da wird er passieren. Da wird er jetzt gleich passieren, wird vorbeigehen. Wieder Halfguard. Aber er liegt einfach zu flach auf dem Rücken. Versucht hier mit Fersenkicks in den Oberschenkel und in den Hüftbeuger zu punkten. Dagegen gut gezieltes Ground and Pound von Shemsi Aktash. Kommt in den Stand, hartes Ground and Pound jetzt. Jetzt muss Micha wirklich aufpassen. Er muss unbedingt die Postur brechen, ja. Der Kopf wird ihm eine Guillotine. Der Kopf wird ihm nichts bringen, ja. Nicht in dieser Position, nicht mit der Postur. Aktash macht das taktisch sehr, sehr gut. Jetzt nur noch die offene Guard bei Heist. Wieder halbe Butterfly. Versucht auf den Beinhebel umzusteigen. Kriegt es auch, macht die Beine nicht richtig zu. Jetzt kann was kommen. Ja, den Toehold greift er allerdings falsch. Ja, kann natürlich auch so rum funktionieren, aber nicht aus dem Winkel. Und er ist viel zu nah. Viel zu nah in der Reichweite der Schläge von Aktash, der jetzt natürlich die Möglichkeit hat. Ja. Aber ist wenigstens in der Oberlage. Heißt in der Oberlage jetzt, ja. Und arbeitet passiert sich in die Mount. Sehr gut gemacht, sehr schön gelöst. Soll es vielleicht ein bisschen enger machen.
Kriegt den Rücken. Hook rein, jawohl. Sehr gut. Und gibt den Rücken wieder auf. Wieder die Guard. Schade. Schade. Wäre eine wichtige Position gewesen. Aktash macht momentan alles richtig. Arbeitet wie erwartet. Mit viel Ground and Pound aus der Oberlage, mit Druck. Und Micha heißt, zu viel die Guard offen, ohne was damit zu erreichen. Geht viel zu sehr das Risiko ein, dass sein Gegner einfach rausgeht oder passiert. Triangle-Ansatz wird direkt genutzt zu einem Fast Guard Pass am Ringseil. Steht noch vor der Open Guard von Micha Heist im Stand. Bringt den Kopf sehr schön in die Mittellinie rein. Blockiert Heist dadurch sehr gut. Und hat jetzt die Guard passiert. Die Guard passiert zur Sidemount. Nord-Süd. Aber die Hüfte ein bisschen zu hoch. Da müsste er mehr Druck machen mit der Hüfte. Um mehr Kontrolle über den Gegner zu bekommen. Sich schwerer zu machen, mehr Druck aufzubauen, aber sofort wieder gutes Ground and Pound, gute Schläge. Aber Heist arbeitet fleißig, geht wieder zurück in die Guard und holt ihn sich runter. Sehr gut gemacht und fast gesweept, fast gesweept. Gutes Match von Micha Heist und Shamsi Aktash bisher. Kurz vor Ende der ersten von insgesamt drei angesetzten Runden. Und Shamsi Aktash schließt diese Runde mit einzelnen Schlägen. Ground and Pound am Boden. Und sieht noch richtig frisch dabei aus, muss man sagen. Ja, ich gebe ihm auch die erste Runde jetzt. Auf jeden Fall. Micha Heist, da würde ich sagen, so wie man ihn jetzt anschaut, in der Ringecke, Mund offen, gebückte Haltung leicht, fällt leicht nach vorne zusammen, atmet schwer und schnell. Ich glaube, dass er sich da ziemlich ausgepowert hat, dass es ihm sehr viel Kraft gekostet hat. Ja, im Gegensatz die Frankfurter Ecke, schon leicht am Jubeln. Ja, mag ein bisschen verfrüht sein, ja, also er hat auf jeden Fall die erste Runde gewonnen, das sehe ich auch so. Ja, aber jubeln würde ich deswegen noch nicht. Das kann in 5 Sekunden alles ganz anders laufen. Das kann sich drehen noch. Ne? Das sind wir jetzt in der zweiten Runde. Und ringfreie Runde 2. Heißt sofort mit einem Frontkick. Er muss versuchen, das im Stand zu halten. Aber geht wieder, lässt der Aktash zu nah ran. Aktash wieder Double Under. Wieder den Takedown. In die Guard von Heißt. Und er wird versuchen, die Guard zu passieren, presst ihn schön zusammen, arbeitet gut mit Druck, beschäftigt ihn mit Schlägen. Jetzt könnte er die Trying. Ja, er geht jetzt, lieber auf eine Armbar. Falsche Wahl, muss man ganz klar sagen. Falsch reagiert, ja. Aktash nutzt es sofort, um die Guard zu passieren. Kann die Seilmann noch nicht hundertprozentig etablieren. Ja. So kann es gehen. Ja. Jetzt hat Micha Heist in der Oberlage. Und da schaut es gleich wieder ganz anders aus. Sehr viel Bewegung, sehr viel Action in diesem Kampf. Holt sich den Rücken. Bringt die Hooks rein. Muss jetzt die Hooks reinbringen, hat er drin. Jawohl, und ist auf dem Rücken. Und wenn er es jetzt schafft, diese Kontrolle stabil zu halten, dann hat er auf jeden Fall, jetzt muss er ruhig bleiben, jetzt muss er Druck aufbauen, Hüfte hoch. Hüfte hoch auf den Rücken und jetzt würde ich mal ein bisschen schlagen, einfach um zu sagen, hallo, ich bin da. Ja, ist kein Rucksack hinten drauf. Ja. Schaut schon deutlich besser aus als beim ersten Mal. Setzt jetzt auch einzelne Schläge. Aber die Hüfte fällt mir ein bisschen zu arg runter. Aktash hat auch seinen Ellbogen drin. Der zweite Hook sitzt nicht mehr richtig. Versucht den Armhebel, aber... Schade. Aktash wieder in der Oberlage.
arbeitet sofort aus der Guard, dann sind Schlägen, stellt sich auf, baut Druck auf Michael Heist auf. Sehr schöner Sweep. Sehr, sehr schöner Sweep. Mount-Position, Schläge und hat den Rücken. Aber gibt wieder die Backmount auf. Wieder. Ja. Ja, hat einfach keine Kontrolle über den Rücken. Ja. Kann sich nicht oben halten. Lässt sich viel zu leicht abschütteln. Liegt dadurch jetzt wieder unten. Und Aktash natürlich sofort wieder fleißig mit gezielten Ground and Pound aus der Sidemount. Heist versucht zu brücken, aber schafft er nicht. Hängt jetzt da wirklich ungünstig unten drin. Bekommt wieder das Knie rein, ja? Geht wieder in die Full Guard zurück, versucht sich die Kontrolle zu erarbeiten. Auf Zeit darf er hier nicht spielen. Ja, damit wird er den Kampf nicht gewinnen. Ja? Mit einem Brawler wie Aktash in der Oberlage. Ja, geht wieder auf die Triangel. Schön. Geht wieder auf die Triangel. Jetzt muss er eng machen. Erstmal die Arme eng machen, den Körper eng dran lassen. Er streckt sich viel zu sehr nach hinten, versucht viel zu viel zu ziehen. Müsste mehr Druck mit seinem Bein machen, die Hüfte ein bisschen wegdrücken, um da ein bisschen Raum zu schaffen, damit er den Arm da rauskriegt. Aber er darf jetzt diesen Griff auf gar keinen Fall aufgeben. Ja, das der ist Gold wert, der Griff. Ja. Definitiv eine Chance. Und er lässt ihn los. Und geht selber wieder raus. Verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Na, ich glaube, er wollte auf die Guillotine gehen, aber. Wie gesagt, bei jemandem wie Aktash. Wird schwierig. Ja. Mit einem Nacken wie ein Wolkenkratzer. Ja, vom Umfang her, nicht von der Höhe. Ja, aber das ist schon richtig zäh. Ja. Da kann so eine Triangel, so eine Guillotine dann auch wirklich einfach über die Muskulatur verteidigen. Sagen die nicht sauber drin ist. Versucht jetzt auf eine Triangel zu gehen. Jetzt kriegt die. Oh! Steigt in die Triangel ein. Aktash reagiert sofort. Verteidigt und passiert die Guard. Das ist immer das Nachteil mit den Submission-Versuchen aus der Unterlage. Ja, solange man noch einigermaßen Kontrolle hat mit einer Guard oder Halfguard und dann was versucht und dadurch einfach dann die Position auch aufgeben muss. Beide Kämpfe jetzt fast aus dem Ring draußen. Und wir haben immer noch Aktash in der Oberlage. Beide Kämpfe jetzt mittlerweile ganz draußen aus dem Ring. Und Ende der zweiten Runde. Starke Runde. Sehr aktionsreiche Runde mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber ich würde diese Runde jetzt eher dem Micha Heist geben. Ja, sehe ich genauso. Muss man sagen, hat wirklich konstant auf eine Submission gearbeitet, hat gute Möglichkeiten gehabt, hat die Möglichkeiten leider nicht lange genug halten können, um da richtig was draus zu machen, diese Chancen. Ja, hat es zu fahrlässig teilweise auch wieder hergegeben. Und auch jetzt geht bei Shamsi Aktash auf gut Deutsch gesagt die Pumpe. Auch diese Runde hat ihn ziemlich viel Kraft gekostet. Man sieht es deutlich. Und ich bin jetzt gespannt, welcher der beiden Kämpfer nochmal den zweiten Wind in die dritte Runde bringt. Weil ich denke ganz einfach, da dass kommt es jetzt drauf an. Ne? Richtig, Andi. Der Kampf wird jetzt entschieden. Ringfrei, Runde 3. Und wieder das gleiche Spiel. Ja. Double Under, Takedown. In die Guard. Jetzt von Micha Heist. Aber Aktash mit einem guten Treffer. Kampfleiter Brian Jensen unterbricht ganz kurz, lässt den Kampf in der Mitte fortsetzen. War das nicht in der Guard gerade? Ja. Sind wir Zeuge eines wundersamen Guard-Passes geworden. Ja, der Kampf war in der Guard, sogar in der Close Guard. Ja, und der Kampf wurde jetzt direkt in der Sidemount wieder aufgenommen.
gut. Die Ecken finden es toll, die Kämpfer finden es anscheinend auch toll. Ja, dann sagen wir als Kommentator mal gar nichts dazu. Starkes Ground and Pound wieder von Aktash, der jetzt in der dritten Runde schon die bessere Position hat und auch einfach dadurch, dass das Tempo des Kampfes vorgeht, und einfach auch mehr Schaden anrichten kann. Ja, der muss jetzt von unten raus herkommen. Harter Treffer, harter Treffer. Ja, Michael Heist muss jetzt aktiv arbeiten. Er braucht nochmal so eine Chance wie in der zweiten Runde, aber so wie es aussieht, gibt ihm Aktash keine Möglichkeit dazu. Oh, Open Guard und hartes Ground and Pound jetzt in der dritten Runde von Aktash, der jetzt wirklich den Kampf, den Stempel aufdrückt. Versucht, die Guard zu passieren, jetzt in der Half Guard und da wird sofort wieder hartes Ground and Pound kommen. Ansatz, ein Amerikaner oder Ude Garami von Aktash, verteidigt von Heist, aber immer noch Aktash in der Oberlage, in der Halfguard, der einfach gezieltes Ground and Pound anbringt, jetzt versucht diese Halfguard zu passieren. Micha Heist hat jetzt nur noch eine Deep Halfguard und weiß nicht, ja, und schon passiert, schon passiert. Und Aktash greift sofort wieder den Arm an. Versucht auf einen. Er Key muss Lock. Jetzt escapen, unbedingt. Ja. Kniestöße zum Körper, aber das bringt relativ wenig aus der Sidemount, ja. Wieder gute Schläge von Aktash. Oh, ein harter Treffer. Harte Treffer aus einer stabilen Position von Aktash, der immer brandgefährlich ist und jetzt in dieser Phase des Kampfes. Aber jetzt hat er die Reverse Triangle und passiert. Ah, in die Mount und hartes Ground and Pound sofort. Wieder der Sweep und jawohl. Er schafft ihn, jawohl. Powert sich aus der Unterlage wieder nach oben in die Guard von Aktash. Aber jetzt muss Michael Heist wirklich jetzt mal. Jetzt muss er explodieren, ne? Ja. Da muss es jetzt Funken sprühen, würde ich sagen. Steht auf und jetzt muss Ground and Pound kommen. Jawohl! Spannender Kampf. Zu keiner Sekunde dieses Match einseitig oder langweilig. Geht wieder, meiner Meinung nach, Nein. viel zu früh auf die Submission. Zieht den Kopf, greift danach, setzt sich hin, vergibt die Position und wahrscheinlich auch dadurch die Chance, das Duell noch zu kippen. Weil momentan gibt meiner Meinung nach schon Aktash hier ordentlich Tempo und Marschrichtung in diesem Kampf vor. Arbeitet super stabil. Fühlt sich anscheinend in der Guard. Von Michael Heist sehr wohl, sehr sicher und arbeitet dann mit einer guten Postur und viel Druck immer wieder mit gutem Ground and Pound heraus. Wieder der Versuch einer Kimura, er arbeitet wieder darauf hin, hat den Arm aber nicht sicher und müsste mit der rechten Hand auch erst umgreifen, was ich jetzt nicht ganz glaube, was ihm gelingen wird. Aber er hat einen Sweep probiert. Und wieder ein harter Treffer. Noch 10 Sekunden. Und kann mit Sicherheit sagen, dass der Kampf gelaufen ist. Und Ende des Kampfes, Ende der dritten Runde. Sportliche, faire, tolle Geste von beiden Athleten, die sich gegenseitig hochhelfen, umarmen. Einfach zeigen, wie toll auch MMA sein kann, dass es hier nicht nur um irgendwelche gewaltbereiten Asozialen geht, die eigentlich weggesperrt gehören, sondern es sind wirklich Top-Athleten, die eine supersportliche Leistung abrufen.
und ich bin gespannt auf das Urteil, aber eigentlich müsste es ein klares Ding für den Kämpfer aus der roten Ecke sein, für Shemzi Aktash vom MMA Spirit. Und wir hören gleich das offizielle Urteil